Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das Einmaleins des automatischen Börsenhandels. Und wir hatten bereits ja einen Termin an der Stelle und deswegen ist der Referent auch gleich geblieben. Ich freue mich, dass David Warney wieder mit dabei ist und das Webinar heute führt. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Danke, André, für das Feedback. Bild und Ton sollte in Ordnung sein. Und bevor ich an den David jetzt den Bildschirm übergebe, einmal kurz den Risikohinweis, denn wir immer dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Okay, dann, lieber David, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Lieben gerne einen Moment. So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Ja, die FX-Flat-Webseite. Sehr schön. Dann auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Wir haben heute wieder gute 60 Minuten Zeit miteinander, um über unser Lieblingsthema zu reden. Mein Name ist David Warne und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Algocamp GmbH. Wir sind inzwischen seit gut 5,5 Jahren in Berlin. Wir verstecken uns nicht irgendwo offshore mit unseren Handelssystemen, sondern sind, ich sag mal, gut altdeutsch, ganz traditionell mit einer GmbH hier in Berlin und auch seit Stunde Null schon Partner mit FXBet. Das heißt, wir machen schon einige Jahre unsere gemeinsamen Webinare. Und da freue ich mich natürlich jedes Mal, wenn immer wieder, ja, ich sag mal, die gleichen Trader mit dabei sind bei gewissen Themen, jetzt bei dieser Webinarreihe, wo es halt wirklich um frische Interessenten geht, die sich für das Thema interessieren, sehe ich ja schon in der Namensliste, dass wir ziemlich viele neue hier haben. Das freut mich natürlich sehr, dass wir hier immer wieder frischen Nachschub haben für das Thema. Und ja, das Thema, was wir heute haben, den automatischen Börsenhandel, wieso nehme ich mir da eigentlich das Recht raus, darüber zu reden? Ich bin heute 30 Jahre alt und ich habe mit 15 Jahren schon in einer Vermögensverwaltung angefangen zu arbeiten. Das heißt, da habe ich quasi das Laufen gelernt, lesen und schreiben gelernt, so in etwa. Das heißt, ich bin da schon ja 16 Jahre im Thema. Klingt irgendwie so lange, aber ja gut, ich habe da relativ früh angefangen mit einer Ausbildung. Also eigentlich wollte ich nur Programmierer werden. Sprich, ich habe da die Ausbildung zum Programmierer gemacht, aber ich glaube, Sie können es sich vorstellen, wenn Sie in einer Firma arbeiten, die vollkommen automatisch, das heißt, da saßen keine manuellen Trader, sondern eine Firma, die nur mit Eigenkapital gehandelt hat und das aber auch zu 100% automatisiert. Das heißt, keine Kundengelder, keine fremden Gelder, sondern nur die Gelder der Firma mit automatischen Handelssystemen. Und wenn man da als junger Mensch sitzt und sieht, wie die Systeme quasi rund um die Uhr Geld verdienen, dann ist der Fokus da relativ schnell weg. Das heißt, der Fokus von Programmierung und der Technik an sich wandert dann ziemlich zügig zum Thema Börse, Trading, Automatisierung der ganzen Geschichten, Handelsstrategieentwicklung und so weiter. Und so ja, kam die Leidenschaft bei mir hoch und ist bis heute da geblieben natürlich. Ich glaube, wenn man da einmal Blut geleckt hat in dem Bereich, dann kommt man da nicht mehr wirklich weg. Und ja, das ist so der Grund, wieso ich mich heute hinsetze nach einigen Jahren und sage oder der Meinung bin, dass ich Ihnen da draußen das ein oder andere mitgeben kann im Thema. Natürlich bin ich auch nicht allwissend. Ich kenne auch nicht jede Handelsstrategie der Welt und ich habe noch nicht alles gesehen, was mich auch freut, um immer wieder noch Neues zu entdecken. Gerade die Technik, die Technologie, die entwickelt sich immer wieder weiter. Immer wieder neue Möglichkeiten bestehen, um das Ganze umzusetzen. Und ja, gerade heute oder eigentlich schon seit einigen Jahren ist das Thema automatischer Börsenhandel nichts mehr für, ja, ich sag mal, für die Großen mit großen Serverräumen und. Also das, was wir so aus den Filmen kennen, wo es um Millisekunden geht, wo wir Berge durchbohren, um unsere Leitung zur Börse zu legen, um noch schneller unterwegs zu sein, das ist nicht die Realität, in der wir uns bewegen. Das funktioniert heute immer noch, aber es ist nicht unser Pool. Wir wollen hier heute nicht zusammenlegen, um die schnellste Verbindung zur Börse zu haben. Es ist uns völlig egal. Das ist eine ganz andere Liga. Wir spielen da gar nicht mit. Müssen wir auch gar nicht, sondern wir können auch einfach als private Anleger, egal ob wir 500.000, 500.000 oder 5 Millionen anlegen möchten, es spielt
heute zum Glück gar keine Rolle mehr. Der Zugang, der ist relativ einfach und für jeden da. Wenn wir jetzt einfach mal als Beispiel unseren Partnerbroker auf Xpert nehmen, was haben wir hier? Wir haben hier den MetaTrader. Wir haben der MetaTrader an sich ist kostenlos. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Konto öffnen, dann kostet das Ganze nichts, auch nichts monatlich. Wir zahlen unser Kapital ein und können dann schon loslegen. Und das Tolle, um auf den Bogen wieder zu bekommen zu dem heutigen Thema, dem automatischen Börsenhandel, ist, dass der MetaTrader, egal ob 4 oder 5, schon darauf ausgelegt ist für den automatischen Börsenhandel. Das heißt, wir haben die Grundsoftware, also der Zugang zur Börse, die Kurse, das bekommen wir alles komplett kostenlos von FXWert. Wir brauchen wirklich nur noch eine Sache neben dem Trading-Konto und neben dem Kapital auf dem Trading-Konto. Und das ist das Handelssystem. So, und da möchte ich heute Ihnen allen so ein bisschen die Angst vorwegnehmen. Klar, wir haben heute nur knapp 60 Minuten. Jetzt muss ich ganz kurz zur Tür ein Paket annehmen. So, und da bin ich wieder. Tut mir leid und vielen Dank fürs Warten. Heute ein bisschen später dran gewesen, aber jetzt geht's weiter. Genau, also wir werden heute es natürlich nicht schaffen, jedes kleinste Detail zu klären, jede kleinste Frage zu klären. Das Thema ist ohne Frage gar nicht so einfach, aber Ziel ist heute, dass wir heute alle aus dem Webinar rausgehen und auf jeden Fall bereit sind, um mit dem Thema anzufangen, um zu wissen, in welche Richtung wir gehen. Ich will so ein bisschen die Angst nehmen vor einigen Themen. Ich meine, das eigene Kapital an Roboter zu vertrauen, ist nicht so, ist im ersten Moment relativ schwierig oder man muss ein bisschen die Ängste überwinden. Und das sollen heute so die Themen sein. Ich würde sagen, damit wir eine gute Übersicht haben oder einen guten Einblick haben, wovon wir eigentlich ganz genau reden, um worum es eigentlich geht, würde ich sagen, machen wir einfach direkt mal den MetaTrader auf und wir starten oder wir testen einfach mal ein Handelssystem oder wir aktivieren es einfach mal, um zu sehen, wie relativ einfach das Ganze ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den MetaTrader. Das ist der MetaTrader 4. Hier ist ein Demokonto eingeloggt bei FXBet. Und ich zeige jetzt mal, ohne es groß zu kommentieren, im ersten Schritt, wie einfach eigentlich das Thema ist. Also ich mache hier oben einen neuen Chart auf. Wir nehmen einen Euro-Dollar. Ich nehme jetzt den Euro-Dollar auf Stunden-Candles. Zoome ich mal ein bisschen ran. So, der ist live. Der bewegt sich. So, und dann haben wir hier links, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, haben wir hier die Experten. Und im MetaTrader-Kosmos heißen die automatischen Handelssysteme Expert Advisor, also CoCA, wahrscheinlich schon mal online oder irgendwo gelesen. Das sind die Handelssysteme in der Welt vom MetaTrader. Wir haben ja Standardsachen dabei, zum Beispiel MACD-Sample, Moving Average. Und ich nehme hier einfach mal den MACD-Sample. Das ist ein Standard-Handelssystem, was in jedem MetaTrader vorinstalliert ist. Aber Achtung, das ist nicht profitabel, das ist einfach ein Standard-Test-EA, um mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln oder einfach um irgendwas dazu haben, um ein bisschen zu spielen. So, also ich habe hier rauf geklickt. Ich klicke jetzt hier noch auf OK. Und dann würde ich nur noch hier oben auf Auto Trading klicken und schon ist das Handelssystem aktiv. Also wir sehen, wir haben hier jetzt nichts programmiert. Es war relativ einfach. Also ich glaube, alle, die es heute geschafft haben, hier im Webinar dabei zu sein, da war die Technik, die technische Hürde noch größer als jetzt das Handelssystem zu aktivieren. So, das heißt, ich kann jetzt quasi vom PC weggehen, ich muss nichts weiter machen und das Handelssystem agiert rund um die Uhr komplett automatisch. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass dieser Computer an ist, dass die Internetverbindung da ist, dass der MetaTrader eingeloggt ist, die Standardsachen. Ohne Internetverbindung gibt es keine Kurse. Und das Handelssystem kann dann auch nicht handeln. So, ich möchte jetzt zum Beispiel 2 Tage später sagen, stopp, ich möchte nicht mehr, ich habe genug Geld verdient oder Geld verloren. Dann klicke ich hier einfach einen Rechtsklick auf Experten, klicke auf Entfernen und das Ganze ist wieder weg. Genau, Live-Trading müssen wir noch aktivieren. Das habe ich gerade extra nicht aktiviert, um hier einen Test auf dem Konto nicht damit zu ruinieren. Aber so einfach ist die Aktivierung. Das heißt, wie gesagt, wir brauchen wirklich keine technischen großen Fähigkeiten. Wir müssen nicht programmieren können, um jetzt ein Handelssystem zu nutzen. So, wenn wir natürlich sagen, ich möchte den PC nicht zu Hause durchgehend laufen lassen, gibt es auch sogenannte Trading Server. Das sind quasi Computer, die wir uns in Rechenzentren anmieten. Da läuft das Ganze drauf. Das kostet oft eine kleine Gebühr, 20 Euro im Monat. Und dann läuft zum Beispiel da das Handelssystem drauf. Aber das große Tolle,
im Vergleich zu anderen Anlagen, sei es zu Fonds oder zu Investments in anderen Assets, wo wir eine gewisse Bindung haben, folgender. Wir haben ja gerade gesehen, wie ich den IR hier entfernt habe. Das heißt, ich kann wirklich jederzeit eigenständig, und dafür brauche ich nicht, muss ich keinen bei FXBet anrufen, dafür brauche ich keinen, sondern ich mache einfach den MetaTrader auf, entferne das Handelssystem oder schalte das Auto-Trading auf deaktiviert. Und ich kann theoretisch sofort zu FXBet gehen und sagen, jetzt bitte mein Geld auszahlen, und dann habe ich das Geld. Also wir haben hier keine Bindung, wir können jederzeit aufhören und auf das Geld wieder zugreifen. Ja, das dauert dann ein, zwei, je nach Feiertage, vielleicht auch mal 3 Tage, aber das Geld ist dann zügig auf unserem Konto. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, finde ich, gegenüber vielen anderen Investments, wo wir eine Bindung haben von vielleicht 6 Monaten, 12 Monaten oder ähnliches. Jederzeit an unser Geld kommen und wir haben, obwohl es voll automatisiert ist, zu 100%, jederzeit noch die Kontrolle, das Ganze zu steuern. So, zweiter großer Vorteil gegenüber dem manuellen Trading oder gegenüber, ja, ich sag's mal, Anlageassets, die wir irgendwo finden, die uns angeboten werden, die uns vielleicht der Bankberater anbietet oder. Auch wir mit dem automatischen Handel können, so wie der Bankberater oder wer auch immer, natürlich nicht in die Zukunft sehen. Das kann keiner. Aber wir haben hier bei den automatischen Handelssystemen einen großen Vorteil. Und zwar können wir einfach mal testen, wie das System überhaupt funktioniert hat in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben einen sogenannten Strategietester, der ist auch kostenlos dabei im MetaTrader. Und wir können da zum Beispiel einfach das Handelssystem auswählen. Jetzt in MACD-Sample. Wir sagen, lieber MetaTrader, teste bitte den Euro-Dollar von, mach es jetzt einfach mal ganz kurz, vom 1. Juni 2021 bis heute. Ich würde jetzt auf Start drücken und dann würde jetzt Folgendes machen im Hintergrund. Er testet die Vergangenheit. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich am 1. Juni den MACD-Sample schon gestartet hätte bis heute? Und jetzt sehen wir hier die Performance-Kurve. Wir hätten quasi am 1. Juni mit 10.000 Euro angefangen und haben jetzt am Ende einen Kontostand von 10.050, sprich 50 Euro verdient. Was bringt uns das Ganze? Natürlich können wir das jetzt nicht hochrechnen und sagen, okay, ich mache also alle 1,5 Monate 50 Euro, ich rechne mir das hoch, pack den Zinseszinseffekt auf und habe das Ganze. Natürlich muss das viel, viel weiter zurück noch getestet werden. Ich zeige hier einfach mal ein Beispiel von einem unserer Handelssysteme von Eurocamp, wie wir das zum Beispiel gemacht haben. Ich nehme jetzt mal das frischeste Handelssystem, mit dem lustigen Namen GBP Prinz. Der handelt den British Pfund gegen den US-Dollar. So, und hier zum Beispiel haben wir das, was wir gerade gemacht haben, mal von 2004 an bis heute durchgerechnet und durchgecheckt. So weit muss das Ganze gehen. Ich will das jetzt hier in dem Test nicht durchstarten, weil da die historische Analyse eine Stunde dauern würde. Das ist relativ unspektakulär. Aber das ist der besagte Vorteil, den wir halt hier haben. Wir können einfach das Ganze mal testen und sehen, wie wäre es in der Vergangenheit. Und ich habe ja gesagt, das ist keine Garantie. Also es ist jetzt keine Garantie, dass das System immer Gewinne macht oder dass die Vergangenheit eins zu eins in der Zukunft eintreffen wird. Aber, das finde ich den großen Vorteil, wir haben quasi einen Rahmen. Das heißt, wir wissen, wo wir uns in etwa bewegen. Wenn ich ein System, ein Handelssystem, die letzten 15, 16 Jahre oder 20 Jahre teste, dann habe ich gewisse Rahmen, auf die ich mich vorbereiten kann. Das heißt, wenn ich in den letzten 20 Jahren einen maximalen Drawdown, also mein Kontostand, die schlechteste Phase meinem Kontostand zum Beispiel 15% war, dann weiß ich für die Zukunft, dass ich mit mindestens 15% Verlust auch rechnen muss. Also es wäre schon, ich kann einfach nicht annehmen, dass ich nur 5% verliere. Das bedeutet auch nicht, dass wir maximal nur 15% verlieren, aber wir haben einfach eine Orientierung. Wenn ich jetzt sage, 15% Verlust ist mir viel zu viel, das würde ich nicht aushalten, dann würden wir schon mal wissen, dieses Handelssystem hier ist nichts für uns, weil der Verlust zu groß ist. So, wenn wir aber sagen, 15% gar kein Problem, dann haben wir eine Orientierung. Das Gleiche gilt natürlich auch für die, sag mal, für die positive Seite, also für die Rendite. Wenn ich weiß, über die letzten 20 Jahre mache ich jährlich meine
durchschnittlich 8%, dann weiß ich auch, worauf ich mich einlassen kann. Und dann weiß ich auch, okay, die teuerste Phase in meinem Konto, dafür brauche ich maximal 2 Jahre, bis ich die wieder verdient habe. Auf eine Sicht von 20 Jahren ist das eine Kennzahl oder ein Verhältnis, wo jeder für sich selbst entscheiden muss, passt das. Finde ich persönlich relativ gesund. Anders wäre, wenn mein maximaler Drawdown bei 80% liegt und ich im Jahr 2% mache, dann weiß ich, eine Verlustphase und ich kann bis zum Lebensende die Verlustphase wieder rausholen. Und das ist ja das Schöne. Egal, ob wir ein Handelssystem irgendwo kostenlos herunterladen, geschenkt bekommen, selbst kaufen, selbst programmieren oder programmieren lassen, wir können es immer, so gut wie immer, hier einfach im Strategietester vom MetaTrader durchtesten. Und je nachdem, was wir für Optionen haben, wir können hier zum Beispiel auch sagen, Euro-Dollar, okay, das ist jetzt diese Performance hier gewesen, ist nett, würde ich handeln. Was ist denn zum Beispiel, wenn wir den britischen Pfund gegen den US-Dollar handeln, aber nicht mit Stunden-Candles, sondern einfach auf Basis von zum Beispiel 4-Stunden-Candles. Klicke ich auf Test starten, er lädt sich im Hintergrund die Daten runter, er spielt quasi die Vergangenheit extrem schnell durch und dann haben wir am Ende wieder ein Ergebnis, was positiv oder negativ ist. Und so können wir unsere Strategie, ob wir eine eigene haben oder eine gekaufte haben, auch nach und nach mal durchtesten. So, hier ist jetzt der Test durch und hier sehen wir, okay, hier haben wir also Geld verloren. Für diesen Zeitraum hat es nichts gebracht. Das Ganze gilt auch noch für die Berichtsseite. Wir haben ja noch die ganzen Kennzahlen. Also Sie müssen uns den durchschnittlichen Gewinn, die Rendite, die Verlustphasen, die Anzahl der Trades, den Profit-Faktor, alles nicht ausrechnen. Das macht er alles für uns immer automatisch. Wir können auch jeden einzelnen Trade zum Beispiel noch nachverfolgen. Wann hat er was gemacht? Zu welchem Preis, mit welchem Gewinn und welchem Verlust. Also da kann man sich eigentlich schon, oder da haben wir zum Teil auch schon einzelne Webinare mitgemacht, nur mit diesem Thema Strategie-Backtest-Auswertung. Deswegen heute hier auch nur kurz angeschnitten, aber das ist ein extrem großer Vorteil, den wir, ich glaube, in vielen anderen Anlageprodukten so nicht haben. Ganz klar nochmal, ich sage es immer ganz klar, weil es hier keine Garantie gibt. Ich weiß, da draußen gibt es viele Anbieter, die das so ein bisschen, sag mal, ein bisschen unterm Tisch kehren, aber es gibt nie die Garantie. Ne? Ich muss da ganz ehrlich sagen, in den letzten 5,5 Jahren haben wir hier zum Beispiel viele Systeme erschaffen und auch angeboten zum Teil. Und auch wir haben ein System in der Zeit erlebt, was einfach irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Handelssysteme funktionieren keine Ewigkeit. Sie sind nicht in Stein gemeißelt, der Markt bewegt sich. Deswegen muss man das immer unter Kontrolle haben. Also wir dürfen nicht annehmen, dass wir heute einmalig zum Beispiel 1.000 Euro in ein Handelssystem investieren und dass das in 30 Jahren oder in 60 Jahren immer noch profitabel ist und quasi vererbt werden kann. Das dürfen wir nicht annehmen. Aber so ist einfach der Markt. Ich meine, wenn wir mal zurückblicken, ein einfaches Beispiel, und den DAX nehmen, die kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn wir den DAX vor 15 Jahren gehandelt hätten und wir immer einen Stop-Loss gesetzt hätten, zum Beispiel von 30 Punkten, dann wären wir vielleicht ganz gut unterwegs gewesen am Markt. Heute, in der heutigen Zeit, sind 30 Punkte zum Beispiel im DAX an Bewegung nichts. Also wenn der DAX kurz mal hustet, dann sind vielleicht schon mal 60 Punkte weg. So, nur mal als Beispiel, wie sich die Zeit zum Beispiel ändert. Ein anderes Beispiel auch beim britischen Pfund zum Beispiel durch den Brexit ist einfach, haben wir eine Art, ja, wie nennen wir es, eine Phasenverschiebung, einfach eine grobe Verschiebung, eine Veränderung vom Markt, wo wir nie einen Einblick drauf haben können. Ne? Oder wenn wir zum Beispiel ein Handelssystem mit einer Handelsstrategie für die Wirecard-Aktien entwickelt haben, die würde heute halt nicht mehr funktionieren, weil das Unternehmen quasi nicht mehr wirklich handelbar ist oder einfach ein Penny-Stock geworden ist. Das dazu, wie gesagt, natürlich aus Verkäufersicht würde ich das niemals erwähnen, dass das irgendwann so kommt, aber ich finde, das gehört zum seriösen Webinar einfach dazu, ganz klar zu sagen, es ist kein heiliger Gral, wir werden morgen nicht alle Millionär, Verluste gehören dazu, Verlustphasen gehören auch dazu. Und dafür gibt es diese Auswertung, dafür haben wir zum Beispiel auch alle Zahlen immer auf der Webseite mit allen Verlusten, die natürlich nicht schön aussehen, aber dazu gehören.
Ganz wichtig. Also Verluste gehören dazu. Wir müssen sie ja, leider auch ertragen. So, wie können wir uns das eigentlich technisch vorstellen? Das finde ich nochmal ganz interessant zu wissen, weil dann glaube ich, es bei vielen nochmal Klick macht, um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Dafür würde ich mal das digitale Whiteboard kurz starten. Wie ist die Struktur? Oder besser gesagt, wie sieht es mit unserem Geld aus? Wir haben hier oben sitzt unser Broker. Hier haben wir zum Beispiel FX Flats. So. Hier unten haben wir unser Konto. Das ist jetzt unser Konto 1. Dann haben wir noch ein zweites Konto. Und beide laufen über den MetaTrader. Ob 4 oder 5 spielt gar keine Rolle. Für die Zeichnung her kommt es quasi aufs Gleiche raus. Da gibt es so kleine Differenzen. Und dann haben wir unseren Handelssystemanbieter, so nenne ich ihn. Also ob wir einen Programmierer haben, selbst programmieren, ein System kaufen oder geschenkt bekommen, wie auch immer. Das spielt jetzt keine Rolle. Da die Quelle des Handelssystems, die nenne ich jetzt einfach mal, das ist hier der Verkäufer. So. Bei diesem Thema haben oft viele berechtigterweise immer Angst um das Kapital. Also wer hat jetzt Zugriff auf mein Geld? Wir müssen es uns so vorstellen, und so ist es in der Realität auch. Wir öffnen ja unser Konto bei FXBet. Unser Trading-Konto wird ja auf Ihren Namen eröffnet. Das heißt, egal, wo Sie sich ein Handelssystem kaufen, Sie sollten das Geld nie an jemand anders überweisen, was das Trading angeht, sondern immer auf das Konto vom Broker. Und Sie eröffnen ja ein Konto auf Ihren eigenen Namen beim Broker, so wie Sie es jetzt vielleicht schon haben oder so wie es Ihr Girokonto auch ist. Das ist ja, läuft auf Ihren Namen oder auf Ihrer Firma. Wie auch immer. So, und das Geld, was Sie einzahlen, kommt dann auf dieses Konto. Also jetzt hier auf K1 oder K2. Dann suchen Sie sich ein Handelssystem, kaufen, finden, suchen, geschenkt bekommen, wie auch immer, vom Verkäufer. Und das müssen wir uns relativ trocken vorstellen. Es ist eigentlich schade, dass wir es so sehen, aber in der Realität ist es so. Es ist einfach ein Stück Software. Wir kaufen einfach eine Datei und diese Datei ist das Handelssystem. Die heißt zum Beispiel MACD Sample. So. Diese Datei, die kaufen wir uns vom Verkäufer, die ist dann in unserem Eigentum. Und dann haben wir unseren MetaTrader. Ich zeichne den hier noch als MT ein. Der MetaTrader ist ja die Plattform, die wir kostenlos von unserem Broker bekommen. Nochmal zur Erinnerung, die hier. So alles, was Sie hier sehen, von den Funktionen, Charts, Kurse, ist ja alles kostenlos für Sie als Kunde. So, der MetaTrader ist quasi verbunden mit Ihrem Konto und das Konto liegt bei FXBit. Und wenn Sie jetzt das Handelssystem haben, das aktivieren Sie oder das, sag mal, das spielen Sie quasi in Ihren MetaTrader ein. Das kommt also hier rein oder wenn Sie auf das zweite Konto handeln möchten, wird das hier quasi installiert. So, nehmen wir mal, da ist quasi das Handelssystem. Das heißt, der Verkäufer hat gar keinen Zugang zu Ihrem Konto. Da brauchen Sie gar keine Angst haben. Und Sie sitzen, wenn wir es so sehen möchten, Sie sitzen genau hier und haben die Hand hier drauf. Sie können also jederzeit sagen, liebes Handelssystem, ich entziehe dir die Verbindung zu meinem Konto. Das machen wir mit einem Klick. Ich zeige es nochmal. Wir klicken hier oben auf Auto Trading. Wenn das kleine Symbol sieht man wahrscheinlich jetzt relativ schwierig. Auf rot ist, bedeutet es, jedes Handelssystem in meinem MetaTrader darf nicht automatisch auf mein Konto handeln. Und das kann auch nicht umgangen werden. Das ist quasi die letzte Zugangssperre. Oder die globale Sperre, die Sie setzen. So, wenn Sie also sagen aus, dann ist hier die Verbindung nicht mehr da. Das Handelssystem kann also nicht mehr mit Ihrem Konto, mit dem Geld arbeiten, was auch immer, und der Verkäufer eh noch nie. Also deswegen Ihre Kontendaten, der Broker sagt auch immer wieder, geben Sie niemanden weiter. Und hier kann das Handelssystem nicht irgendwas mit Ihrem Geld machen, der Verkäufer sowieso nicht. Selbst wenn das Handelssystem an ist, das kann auch kein Geld auszahlen. Selbst wenn es diese Funktion gäbe, die wirklich technisch nicht machbar ist, dann zahlt der Broker, FXBet, das Geld eh immer nur auf Konten aus, die auch auf Ihren Namen laufen. Also hier müssen wir diese Angst haben, nicht haben, dass das Geld irgendwo verschwindet. Wo wir eher Angst haben müssen, und da sollte man aufpassen, was oder wo unsere Quelle ist für diese Handelssysteme, ist, dass das Handelssystem versteckte Funktionen hat vielleicht. Dass das Handelssystem zum Beispiel irgendwann zu einem Maschinengewehr wird und ja, Ihr Konto einfach vernichtet. Das kann rein theoretisch sein, technisch möglich.
eigentlich gar kein Problem. Das heißt, ich könnte also, was ich nicht mache, aber wenn ich böse Absichten hätte, würde ich in einem Forum eine schöne Performance-Kurve posten, die in etwa, ach, ein neues Diagramm, die in etwa so aussieht, 50% jeden Tag kostenloses Handelssystem, sie alle laden sich das runter, installieren es, es läuft auf ihrem Konto und sie freuen sich. Und es ist technisch durchaus möglich, dass da zum Beispiel eine versteckte Funktion eingebaut ist, die lautet, wenn heute der 1. August 2021 ist und es gerade Mitternacht ist, dann mach ein Trade auf, schließe es am Verlust, machen auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, sodass wir alleine durch den Spread unser Kontostand vernichten. Ist theoretisch möglich. Ich wüsste jetzt nicht, was die Absicht hinter dem Verkäufer oder Verschenker von dem Handelssystem ist, aber ich möchte Ihnen nur mal bewusst machen, was da eigentlich für Gefahren hinter lauern. Ich kenne es aus meiner Anfangszeit, da ist man in den ganzen Foren unterwegs, wie heißen sie, Forex Factory, Baby Pips, da gibt es viele, gerade im englischsprachigen Raum, viele Foren, wo es extrem viele Handelssysteme einfach mit ein, zwei Klicks zum Download gibt. Ist natürlich schön, weil man kann sie runterladen, man testet sie, sieht die Performance, startet das sofort. Aber man muss da, sollte da immer sehr vorsichtig sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für zum Beispiel Verkäufer oder Anbieter von Handelssystemen, die im Ausland sitzen. Entweder sitzen sie im Ausland, weil das Wetter da so schön ist oder weil sie vielleicht ein bisschen Angst haben, haftbar oder greifbar zu sein für solche Sachen. Ich möchte da keinem was unterstellen. Also wir sind da auch wirklich nur ganz, ganz wenige bekannt, die mal sowas gemacht haben. Aber ich möchte damit nur zeigen oder Ihnen aufzeigen, was theoretisch für Gefahren dahinter lauern. Das ist so eigentlich das Größte, was passieren kann. Es muss auch gar keine Absicht sein. Es kann auch rein theoretisch sein, dass es einfach ein technisches Problem ist. Passiert, kommt vor, da kann man noch so testen. Dann gibt es irgendwelche Spezialsituationen. Plötzlich ist einfach ein Fehler, der vielleicht eine Position auf, zu, auf, zu, auf, zu macht. Das kann natürlich auch sein. So. Wie gehen wir damit um? Wir müssen natürlich jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause auf Arbeit im Urlaub hier diese Metatrader immer aufhaben, sondern wir können uns einfach zum Beispiel noch kostenlos die Metatrader-App auf unserem Smartphone installieren. Also die gibt es sowohl in der Metatrader 4 und 5 Variante für iOS und für Android. Also eigentlich fast alle Smartphones sind damit abgedeckt. Und dann können wir uns auch Push-Benachrichtigungen schicken lassen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Position hier im Konto eröffnet wird, also wir sehen jetzt ja hier zum Beispiel, hier haben wir eine Position, die automatisch eröffnet wurde im Bund, die wurde gekauft, ist gerade 16 Euro im Verlust. Also wir können zum Beispiel, wenn eine Aktivität im Konto stattfindet, uns automatisch eine Push-Benachrichtigung aufs Handy schicken lassen. Das heißt, wenn dann also zu Zeiten, wo wir wach sind, irgendwas passiert auf dem Konto, dann würden wir ständig Push-Nachrichten bekommen und das Ganze sehen. Gehen wir nicht davon aus, so haben wir wenigstens die Kontrolle jederzeit, wie unser Konto gerade läuft. Wir würden eine Benachrichtigung bekommen, neue Position geschlossen, plus 50 Euro, neue Position geschlossen, minus 10 Euro. Wir können jederzeit den Kontostand ansehen, also eigentlich relativ passend zum aktuellen App-Zeitalter oder einfach zum entspannten Checken von unterwegs. Das ist kein Problem. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es mit der Rendite aus? Wie viel Kapital brauche ich eigentlich? Wie viel Geld muss ich eigentlich in die Hand nehmen? Und wie kann ich jetzt eigentlich, sag mal, konkret mit dem ganzen Thema starten? Wir können rein theoretisch, ich weiß gar nicht, was die Mindestkontoeröffnung ist bei FXpert, ich glaube 200 Euro oder wie auch immer. Korrekt. Super, habe ich doch gut studiert. Wenn es 200 Euro sind, wir können rein theoretisch unser Live-Konto öffnen mit 200 Euro und da auch ein Handelssystem aktivieren. Wir sind ja hier gerade im Forex-Bereich, können wir 0,01 Lot bewegen. Das heißt, die kleinste Bewegung, also pro Pip-Bewegung in einer Währung, macht dann ca. 10 Cent aus. Das heißt, wir haben da Luft für die Trades. Auch im DAX oder in den ganzen CFDs können wir auch Mini-Kontrakte handeln. Das ist kein Problem. Wir dürfen aber nicht die falsche Vorstellung haben und denken, dass wir mit 300 Euro oder 500 Euro auf dem Konto davon zeitnah leben können. Das stellen sich durchaus viele vor,
Aber wir müssen das mal prozentual sehen, um mit einem 500-Euro-Konto zu leben. Nehmen wir an, wir brauchen nur 200 Euro, dann muss ich da schon einige 100% jeden Monat abreißen. Also werde ich es schaffen, jeden Monat 400% zu erzielen mit einem Konto. Und wir haben auch noch die Steuern. Und das Monat für Monat relativ unwahrscheinlich. Wenn wir das auf sehr hoch rechnen und dann eine Rendite haben von 5000%, ich sag mal so, relativ unwahrscheinlich, dass wir das langfristig schaffen. Deswegen müssen wir das realistisch sehen und mit einer Performance rechnen, die nicht fernab der Realität ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind ja hier nicht im, wir haben ja keine langweiligen Olaf Scholz Anlageprodukte wie das Girokonto oder ein Tagesgeldkonto, wo es um 0,00% im Jahr gibt oder es vielleicht eher Negativzinsen sind, sondern wir sind ja hier im Risikobereich unterwegs. Ja, es steht ja überall, der Broker sagt es uns gefühlt alle 5 Minuten, wir müssen es überall akzeptieren. Ja, das Trading ist auf jeden Fall eine riskante Anlage. Aber die andere Seite der Medaille bedeutet auch, wir haben relativ hohes Potenzial. Wir können also hier Renditen erzielen, wo uns unser Bankberater wahrscheinlich rausschmeißt. Und bei uns zum Beispiel von unseren Handelssystemen ist die durchschnittliche Rendite im Jahr bei ca. 28-32%. Das ist der Durchschnitt von allen Systemen. Und jetzt kommt schon der erste große Denkfehler, den viele haben. Wir dürfen jetzt nicht sofort hochrechnen und sagen, okay, 30% im Jahr, was sind meine Ausgaben im Jahr, wie viel Geld brauche ich? Durchschnittlich 30% bedeutet auch mal, dass ich ein Jahr minus 30% mache und im nächsten Jahr dann plus 30% und dann mal 0% und minus 10% Durchschnitt. Das ist immer ganz wichtig. Wir müssen das über Jahre sehen, das ist so der Durchschnitt. Das, auch wenn ich mit anderen Leuten rede und auch mit anderen Vermögensverwaltungen oder Family Offices, die nicht wirklich in der Öffentlichkeit stehen, das sind Zahlen, mit denen wir rechnen können im Bereich der Automatisierung. Ist eine Jahresrendite sehr, sehr gut, dürfen aber natürlich immer nicht vergessen, das hier ist ein riskanter Bereich. Deswegen, wenn wir damit mit anderen reden, die vielleicht eher sehr, sehr konservativ unterwegs sind, wir denen von solchen Renditen erzählen, dann denken die wahrscheinlich relativ zügig, dass wir irgendwelche Wahnvorstellungen haben. Aber wie gesagt, das ist immer die andere Seite der Medaille. Hohes Risiko, auch hohe Rendite möglich. So, und jetzt will ich Sie natürlich nicht damit abschrecken und sagen, okay, irgendwie brauche ich doch ganz schön viel Kapital, um das laufen zu lassen. Wir können so oder so anfangen. Wir müssen also nicht alle von heute auf morgen den Job kündigen. Das Gleiche würden wir auch nicht machen, wenn wir beginnen, in Aktien zu investieren. Sondern wir können es natürlich einfach nebenbei laufen lassen. Und wenn ich nur 1.000 Euro habe an Kapital und ich, so ist ja die offizielle Formulierung, so bei, wenn wir das Geld nicht brauchen, um zu überleben, wenn diese 1.000 Euro weg wären und wir unseren Lebensstandard dadurch nicht herabsetzen müssten, dann ist das quasi das Geld, was wir auch riskieren können oder möchten. Dann starten wir halt mit den 1.000 Euro und dann lassen wir halt ein System drauf laufen und ja, wir wissen, okay, mit 30% im Idealfall mache ich damit halt im Jahr dann maximal meine 300 Euro. Ist nicht viel im Jahr für das, was wir machen, aber prozentual gesehen eine Top-Leistung. Und wenn wir dann noch den Zinseszinseffekt reinrechnen, können wir natürlich jedes Jahr das Volumen immer wieder anheben. Und das ist ja das Schöne hier, dadurch, dass wir das Volumen bei den Assets bei FXWert sehr, sehr detailgetreu steuern können und wirklich im Centbereich auch unterwegs sein können, können wir auch nach einem Jahr, wenn wir dann anstatt 1.000 Euro 1.300 Euro haben, diese 300 Euro auch wieder nutzen und mit in die Trades einfließen lassen und mehr Volumen handeln. Und dann sind wir also nächstes Jahr bei einer gleichen prozentualen Rate, nicht mehr bei 300 Euro, sondern wir machen dann 330 Euro zum Beispiel. Das Ganze können wir auch automatisieren. Also wenn wir sagen, ich möchte das nicht jedes Jahr machen, sondern ich möchte das quasi jeden Monat oder jeden Tag machen, die Volumenanpassung, dann können wir das auch automatisieren. Dann sagen wir einfach, liebes Handelssystem, du tradest jetzt immer ein Volumen abhängig von meinem Kontostand. Ich kann übermorgen auch, weiß nicht, Sommergeld kommt, Urlaubsgeld kommt, ich zahle nochmal 2.000 Euro rauf. Das können wir also nach und nach immer so ein bisschen aufstocken. Also ich will auf jeden Fall keinen davon abschrecken, zu sagen, mit Kleinkapital lohnt sich das nicht. Gar keine Frage. Absolut gesehen ist das relativ viel Action oder Aufwand für diese kleine Rendite, aber es lohnt sich. Es ist so, mit jedem
Aktienportfolio auch. Wir fangen alle klein an, aber irgendwann, wenn wir immer am Ball bleiben, dann lohnt es sich im Idealfall. Natürlich haben wir da keine Garantie. Und jetzt denken wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir vielleicht davon aus, dass wir jetzt schon ein paar Jahre aktiv sind oder vom Idealfall vielleicht, dass wir direkt mit ein bisschen mehr Geld starten. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das Ganze schon mal angehen wie ich sage mal, wie ein großer professioneller Investor. Wir können also auch in klein als, ja, ähnlich wie eine Vermögensverwaltung agieren und uns ein kleines Portfolio aufbauen. Und das beschreibe ich immer gerne als so die Formel 1 des Börsenhandels, dass wir uns ein Portfolio aufbauen. Was meine ich damit? Ich starte kurz mein kleines digitales Whiteboard nochmal dafür. Im aktuellen Beispiel haben wir immer nur ein System gehabt. Das war jetzt hier System A, handelt den Euro-Dollar. Und die Strategie dahinter besagt zum Beispiel, ich handle den Euro-Dollar auf Trends. Das heißt, wenn das System Trends erkennt, springt es mit auf. Was ist aber in Phasen, wo wir keine Trends haben, wo wir zum Beispiel eine Seitwärtsbewegung haben, weil der Markt unentschlossen ist, heute steigen wir, übermorgen fallen wir, dann steigen wir wieder, fallen wir. Also wir bewegen uns eigentlich quasi nur auf der Stelle. Dann würde unser Trendsystem entweder plus minus null machen oder Geld verlieren. Gehört dazu, gar keine Frage, gehört dazu. Kein System macht immer Gewinn. Aber wir wollen das aber. Wir wollen möglichst immer einen kleinen Fortschritt im Konto haben. Also bauen wir uns ein kleines Portfolio auf. Wir packen noch ein zweites System hinzu. Und das zweite System zum Beispiel handelt den British Pfund gegen den japanischen Yen. Und dann packen wir noch ein drittes System hinzu. Das handelt von mir aus auch den DAX, aber handelt keine Trends, sondern handelt ein saisonales Muster. Handelt zum Beispiel, nur als Beispiel, es muss nicht so stimmen, der DAX jeden Montag von 10 bis 11 Uhr steigt im Durchschnitt. Er würde zum Beispiel das handeln. Und dann können wir auch noch, das können wir unendlich weiterspielen, aber ich höre jetzt mit nach D auf, backen wir auch nach D auf, packen wir noch ein viertes System hinzu, handelt doch ein anderes Asset, ganz kurzfristig, also so ein sogenanntes Scalping-System. Und dann haben wir ein Korb, ja, dann haben wir ein Portfolio an Handelssystemen, was wir auch vom Volumen her so einstellen, dass wir kein dominantes System haben. Auch das ist wieder ein Thema für ein eigenes Webinar. Aber grob angerissen möchten wir ja ein Ziel verfolgen. Wir wollen, ich sage nicht, dass das machbar ist, sondern wir wollen immer Geld verdienen. So, das heißt, wenn System A Geld verliert, soll System B auf Stelle treten, System C darf auch ein bisschen Geld verlieren, aber System D soll dann Geld gewinnen. Oder andersrum. Also unterm Schnitt soll im Idealfall ein Gewinn da sein, im schlechtesten Fall sollte es plus minus null sein und im allerschlechtesten Fall soll halt alles ein kleines Minus sein. So, das heißt, die Performance-Kurve wird damit auch so ein bisschen geglättet. Wir stellen das Volumen so ein, dass in etwa jedes System absolut gesehen gleich viel Geld verdient, wenn es einen schlechten Tag hat. So müssen wir es uns vorstellen. Das heißt, ein System, was immer einen kleinen Stop-Loss hat, darf mehr Volumen handeln als ein System, was die Trades relativ lange hält und damit auch einen großen Stop-Loss hat. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Immobilieninvestor. Das heißt, wenn wir uns eine Wohnung kaufen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wir kaufen sie, vermieten wir sie, dann würde ich mich da in der Position noch nicht als wirklicher Immobilieninvestor bezeichnen. Was kann passieren? Wir haben einen Mietnomaden, die Wohnung brennt, irgendwelche Schäden sorgen dafür, dass wir keine Mieteinnahmen haben, dann sind wir quasi, wir haben absolut keine Einnahmen mehr. Von heute auf morgen haben wir keine Einnahmen mehr, weil diese eine Wohnung die Einnahmen wegbrechen. Das macht ein wirklicher Immobilieninvestor. Er hat natürlich mehrere Objekte. Privat, Gewerbe in verschiedenen Städten, verschiedene Größen, Luxus, normal, um einfach vorbereitet zu sein. Wenn also mal eine Wohnung wegbricht, weil wir da Mietnomaden haben, weil wir einen Schaden haben und die Miete um 100% gemindert wird, dann interessiert uns das nicht wirklich im gesamten Kosmos. Die Einnahmen fließen trotzdem, die anderen fließen weiter. Oder nehmen wir jetzt Corona an, die Gewerbeimmobilien, die Einnahmen sind vielleicht zum großen Teil weggebrochen oder aufgeschoben worden. Dafür haben wir aber noch die ganzen Wohnungen, die bezahlt werden. Und dieses Konzept wollen wir hier auch verfolgen mit dem Portfolio. Wenn System A
dass welches den DAX handelt, gerade einfach auf der Stelle tritt oder Verluste macht, dann ist es einfach so. Es hat jetzt seine Verlustphase. Dafür haben wir die anderen Systeme, die im besten Fall Gewinn machen. Wie gesagt, Portfolio-Thema, da würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, bei Fixbet nochmal vorbeizuschauen. Ich glaube, wir haben da auch schon mal ein Webinar gemacht, allein zu dem Thema Portfolioaufbau. Lohnt sich auf jeden Fall, aber da muss ich auch sagen, es wird sich wirtschaftlich nicht für uns lohnen, wenn wir zum Beispiel mit einem ganz kleinen Konto von 1.000 Euro starten, weil die Systeme kosten ja auch alle Geld. Also wenn wir jetzt von 1.000 Euro pro System ausgehen und wir jetzt mit 4 Systemen starten, und wir 4.000 Euro für die Systeme ausgeben und 1.000 Euro auf dem Kontostand haben, dem Trading-Konto, dann ist es natürlich klar, das lohnt sich in dem Bereich nicht. Aber sobald wir da wirklich ein bisschen mehr Geld investieren, sagen wir selbst bei 10.000 Euro würde ich schon mit 2 Systemen anfangen, lohnt sich das auf jeden Fall. Das sind einmalige Investments. Dafür haben wir eine lebenslange Lizenz von den Handelssystemen und können damit unser Konto handeln. Und das Ganze können wir natürlich unendlich lang treiben. Wir haben mit 10.000 angefangen. Die Kontenstände sind nach 2 Jahren bei 20.000 Euro. Nehmen wir davon 10% und investieren es ins nächste System und so weiter. Bis wir irgendwann ein großes Portfolio haben. Und das ist ich habe es ja schon gesagt, so die Formel 1 des Algo-Tradings. Das macht dann wirklich richtig Spaß, weil wir ein bisschen unabhängiger sind von Marktlagen. Ich zeichne mal so ein. Wir haben ein System, da haben wir natürlich eine große Volatilität im Kontostand. Das heißt, ja, hier sind wir voller Freude, weil wir unterm Schnitt im Gewinn sind. Kurz darauf sehen wir wieder Kontoeinstand und denken uns, naja, funktioniert vielleicht doch nicht. Dann haben wir mal wieder ein Hoch und Tief. Und mit dem Portfolio glätten wir das Ganze ja so ein bisschen. Das heißt, wir werden dann sehr wahrscheinlich nicht mal die Tage haben, wo wir mal 10% machen, aber dafür auch nicht mal die Tage haben, wo wir 10% verlieren. Im Idealfall natürlich. Wir wissen ja nie, wie es kommt. Und mit dem Portfolio ist das Ganze ein bisschen geglättet. Das heißt, wir nehmen die Spitzen so ein bisschen raus. Es ist für uns angenehmer. Das unterschätzen immer viele, viele Trader. Wenn man eine Performance-Kurve, ich mache sie mal kurz bei uns zum Beispiel auf, wenn wir jetzt hier eine Performance-Kurve wie diese zum Beispiel sehen, von 2003, 2004, besser gesagt, bis 2021 und wir sehen am Ende die, was sind das, 476%. Dann denken wir uns natürlich sofort, okay, nehme ich, starte ich. Aber wir müssen uns mal in die Situation rein versetzen und einfach mal vorstellen, dass es auch ein Jahr gibt. Wir nehmen jetzt einfach mal 2012. Das heißt, wir haben ja im Januar 2012 angefangen und stehen nach 12 Monaten. Ich meine, 12 Monate ist schon eine Zeit, wenn wir da wirklich jeden Tag drauf gucken und stehen nach 12 Monaten beim Verlust von 22%. Müssen wir uns die Frage stellen, machen wir was ein Jahr lang, wo wir am Ende 20% verloren haben? Ist schwierig. Ist auf jeden Fall schwierig. Muss uns im Vorfeld bewusst sein. Die meisten, die sich nicht so viel mit beschäftigt haben und dann nur sehen, okay, 500% nehme ich, wo kann ich hier bezahlen? Wie kann ich kaufen? Und vergessen diese Phasen. Und dann starten sie und nach 1, 2 Monaten sind sie total unzufrieden und denken, das ist hier alles Betrug gewesen. Dabei ist das mehr als deutlich oder rötlich gekennzeichnet. Das muss uns bewusst sein. Und viele hören dann leider auf nach diesen Phasen. Von mir aus auch schon hier am Anfang und fangen dann an zu zocken und greifen in die Systeme ein und verpassen dann natürlich die Jahre, die danach kommen. Dann hätte der Trader zum Beispiel die 40% im Jahr danach nicht mitgenommen. So. Und das ist immer ganz wichtig. Nicht nur die letztendliche Zahl sehen oder die schönen bunten Kurven sehen, sondern auch im Detail reingehen. Klar, aus Verkäufersicht ist es natürlich ein Ziel, aber würde ich mit dem Unternehmen nur das Ziel haben, maximal viele Systeme zu verkaufen und würde auf die Zufriedenheit unserer Kunden nicht so viel Wert legen, muss man so auszudrücken, dann würde ich natürlich diese Tabelle hier unten einfach weglassen und ich würde einfach nur das hier oben zeigen, diese Performance-Kurve, wo sich jeder denkt, ja super, hier gewinnen, gewinnen, mal kurz einen kleinen Verlust, gewinnen, gewinnen, nehme ich. Aber das schreckt natürlich einige Käufer ab, aber es gehört einfach dazu. Und deswegen, mir geht es gar nicht darum, ob Sie jetzt heute Morgen, übermorgen bei uns Kunde werden oder irgendwo anders Kunde werden. Wichtig ist nur, für wen auch immer Sie sich entscheiden, schauen Sie sich diese Zahlen an. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wirklich, wir können uns auch nochmal in einer ruhigen Minute vorstellen, wir arbeiten irgendwo ein Jahr und zahlen am Ende drauf. Es ist nicht so einfach. Und
Was wir halt machen können, und das habe ich schon zwei, dreimal gesagt, das ist ja das Schöne in dem Meta-Trader-Kosmos, wir können das Volumen ja fein einstellen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, also nehmen wir jetzt mal einfach bei diesem Verhältnis hier, habe ich diese Kennzahlen. Ich sage aber, naja, gut, also 22% Verlust im Jahr ist mir zu viel. 10, 11 wäre okay, da könnte ich noch mit schlafen, aber 22 niemals. Da kann ich ja einfach das halbe Volumen hiervon handeln. Also hier ist das Verhältnis pro 2.000 € handle ich ein Volumen von 0,1 Lot. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte das Ganze halbieren, dann handle ich einfach pro 2.000 € nicht 0,1, sondern 0,05 Lots. Und schon kann ich alle Zahlen halbieren. Dann habe ich also hier oben nicht meine 125% gemacht, sondern habe meine guten 60% gemacht. Ich habe also nicht meine 4, meine 500% gemacht nach dem Zeitraum, sondern nur meine 250%. Das Gleiche können wir natürlich auch in die andere Richtung bewegen. Ich kann genauso sagen, was will ich mit 500%? Dafür stehe ich gar nicht auf. Ich will 1000%. Klar, dann handle ich das doppelte Volumen. Dann ist aber auch mein Jahr 2012 bei minus 44%. Also das geht beide Richtungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Hebel, so schön er gut, so schön er ist, so teuer kann er auch sein. So, deswegen die Zahlen, die kann man sich ganz in Ruhe einfach mal durchrechnen. Und wenn Sie irgendwo, egal von wem, ein Handelssystem finden oder vielleicht selbst programmieren oder programmieren lassen, immer ganz genau auf die Zahlen gucken, weil die entscheiden im Endeffekt, ob wir es durchhalten. Und ich glaube, die wenigstens glauben es oder verstehen es sofort oder können es überhaupt verstehen, weil es unvorstellbar eigentlich ist. Es schaffen sehr, sehr viele Trader, Geld zu verlieren, obwohl sie ein profitables System an der Hand haben. Das hätte ich nie geglaubt, wenn ich wenn ich keine Kunden hätte. Also das heißt, so zu Zeiten einer Vermögensverwaltung oder einer Zeit, wo ich nur für mich getradet habe mit meinem System, war das unvorstellbar für mich. Aber heute kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt Kunden, Trader, diese Systeme bei uns kaufen. Nehmen wir einfach mal als Zeitraum. Was ist ein schönes Beispiel dafür? Nehmen wir 2005. Kaufen sich 2005 ein Handelssystem, starten im Januar, machen ihre 3,7% und sind extrem begeistert. Das Risiko wird hochgefahren. Sie haben gesehen, es funktioniert. Und dann kommt der Februar, wo sie einen Verlust von 11% machen. Und dann geht's schon los. Die E-Mails flattern rein. Wieso geht er jetzt long? Es war doch ganz klar, dass es ein Verlust ist. Oder es war doch ganz klar, dass man jetzt die Position hätte schließen müssen. Natürlich kommt es immer im Nachhinein, nicht im Vorfeld, sondern dann, wenn man weiß, wie der Markt gelaufen ist. Und dann fängt man an zu zocken. Also das System möchte jetzt den DAX kaufen, ist 5% im Gewinn und der Trader sagt, super, die 5% nehme ich mit, der fällt eh wieder. So, und dieses Eingreifen kann tatsächlich dafür sorgen, dass wir mit einem profitablen System einfach Geld verlieren. Ich formuliere es mal so, also ich sag's hier so unter uns quasi, einem Kunden kann ich das nie genauso sagen, aber wir kennen die Zahlen von Broker, die meisten manuellen Trader verlieren natürlich ihr Geld mit der Thematik, weil man einfach da herangeht und sagt, ja gut, ich kann es, ich brauche keine Ausbildung, ich brauche keine Bücher, ich mache das einfach. Das heißt, weit über die Hälfte verlieren natürlich ihr Geld. Und dann kommen Trader, die selbst ihr Geld jahrelang schon verzockt haben, an, kaufen sich ein Handelssystem und sind aber der Meinung, es besser zu wissen. Finde ich immer, ist immer ganz, ganz großer Widerspruch. Also wenn ich als manueller Trader kein Geld verdiene, dann kann ich nicht herankommen und sagen, das Handelssystem, wieso geht es jetzt long, ist doch ein ganz klarer Short. Diese Aussage könnte ich treffen. Wenn ich schon jahrelang manuell profitabel trade, dann gar keine Frage, dann habe ich das Wissen dafür. Aber bei solchen Anfragen muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn die da hereinkommen. Also, wir dürfen eins nicht vergessen. Diese Analysen hier, diese Backtests, die historischen Analysen, die machen wir aus verschiedenen Gründen und schon gar nicht aus Spaß. Die machen wir ja, um erstens herauszufinden, ist diese Idee, die ich habe, die ich beim Traden, die mir irgendwie beim Traden kam, das kennen Sie vielleicht. Wir denken uns irgendwie, boah, der Euro-Dollar, irgendwie steigt er immer am Montag eine Stunde nach Markteröffnung, irgendwie immer. So, das ist so die erste Idee, so entstehen ja Handelsstrategien. Und wenn wir die verfolgen, dann merken wir immer wieder, okay, sie funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, aber wir wissen auch gar nicht, ob es wirklich langfristig funktioniert. Und dann
würden wir solch einen Backtest anfertigen. Das heißt, wir würden das programmieren lassen. Und dann haben wir diese genaue Erkenntnis. Funktioniert es? Ja oder nein? Also würde jetzt mein Backtest so aussehen, ja, von 2010 an oder 2015 an, spielt erstmal keine Rolle. Wir hätten also erstmal die Erkenntnis, funktioniert das überhaupt, was wir machen? Das ist auch für manuelle Trader eigentlich eine ganz interessante Frage. Das, was ich jetzt mache, ist das einfach nur eine kurze Phase? Also funktioniert es einfach jetzt gerade mal temporär gut und ich habe Glück und ich sollte aufhören damit? Oder ist da wirklich haben wir da wirklich einen Vorteil am Markt gefunden, den wir traden können? Also deswegen machen wir die Analyse. Wir wollen zum einen die Erkenntnis haben, ist es profitabel? Und das Zweite ist, wir wollen wissen, wie profitabel es ist. Haben wir ein gesundes Verhältnis? Passt es zu meiner Einstellung, zu meinem, ja, kann ich dann noch ruhig schlafen? Ich hatte es ja am Anfang auch gesagt, das Verhältnis muss stimmen. Also wenn wir jetzt hier zwar 500% machen in 16, 17 Jahren, aber mein maximaler temporärer Verlust bei minus 500% war, dann weiß ich, ich muss im Notfall halt meine 16, 17 Jahre nochmal warten, bis ich wieder auf Einstand bin. Das ist kein gesundes Verhältnis. Dafür machen wir die Analysen und aus diesem Grund kann ich es noch weniger verstehen, dass man dann als manueller Trader eingreift. Der Roboter ist eigentlich relativ dumm. Wir können so ein bisschen vergleichen mit vielleicht mit unserem Hündchen, auch zwei Hunde. Die machen einfach das, was man ihnen gesagt hat. Also das Handelssystem ist relativ stupide. Wenn der DAX gestern 40% gestiegen ist und nach der Strategie heute ein Signal kommt, er weiß, also jetzt haben wir diese Situation, die haben wir in den letzten 16 Jahren gehabt und wenn ich diese gehandelt habe, habe ich damit Geld verdient. Dann macht es das System einfach. Wir als manueller Trader würden wahrscheinlich sagen, naja gut, gestern 40% gestiegen, also heute kommt doch garantiert die Korrektur. Das macht das Handelssystem nicht, dem ist das völlig egal. Er zieht es 1:1 durch. Das, was wir als manueller Trader eigentlich auch machen sollten, wenn wir eine Strategie haben, sie strikt befolgen, ohne Bauchgefühl. Und deswegen ist der Punkt, wo ich es relativ wenig nachvollziehen kann, wieso man dann noch manuell eingreift. Das System hat die Zahlen der letzten Jahre, 10, 20, 15, 5 Jahre im Kopf und weiß, wie der Markt sich verhält in gewissen Situationen. Und ich als manueller Trader, ich kann das einfach nicht im Kopf haben. Ich kann nicht beurteilen, ob das, was er jetzt macht, wirklich schlecht oder gut ist. Der Roboter weiß das. Aber, ja, er kann nicht in die Zukunft gucken. Das kann keiner von uns. Aber er hat dann doch ein größeres Marktgedächtnis als wir manueller Trader. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das möchte ich auf jeden Fall mitgeben. Soll gar nicht wertend sein. Vielleicht ertappen Sie sich da auch am Anfang. Aber das sollten wir uns dann immer in diesen Situationen fragen. Wo wir zum Beispiel, gehen wir wieder MetaTrader, jetzt hier die Bund-Position offen haben und wo wir uns eigentlich denken, wie kann man jetzt den Bund kaufen? Das ist doch ein ganz klarer Short. Das sage ich jetzt, weil die Position 18 Euro im Verlust ist. Also dann sollten wir uns immer fragen oder hinterfragen und sagen, ja okay, das System wird es schon wissen. Es weiß es nicht garantiert, aber das, was er jetzt macht, hat in den letzten Jahren auch schon funktioniert. Gut, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde sagen, wenn noch Fragen da sind, nutzen wir gerne die Zeit. Ich habe hier die Fragebox auf, Sie können gerne die Fragen noch reinschieben. Ansonsten natürlich nutze ich gerne die Zeit, um Ihnen noch unsere neue, komplett neue Webseite vorzustellen. Nach 5,5 Jahren haben wir uns auch mal wieder ein bisschen der aktuellen Zeit angepasst, unsere Webseite komplett überarbeitet. Also wenn Sie sich für das Thema automatischen Börsenhandel interessieren, werden Sie, glaube ich, so oder so bei uns fündig. Ob Sie sich noch weiter einlesen möchten in die ganze Thematik, unser Trading-Blog, auch zum Thema Algo-Trading, ist gerade sehr, sehr stark im Aufbau. Wir haben da einige Artikel zum Algo-Trading, zur Strategieentwicklung, zum Meta-Trader, zu fast allen Punkten, die uns als Algo-Trader interessieren können. Und natürlich gar keine Frage, wenn Sie sagen, klingt alles interessant und Sie möchten nur mit starten, haben wir natürlich auch die Systeme, die wir heute besprochen haben oder zum Teil auch gezeigt haben, bei uns hier auf der Seite mit allen Zahlen, mit der Übersicht, also alles, was Sie eigentlich wünschen oder benötigen. Und ganz, ganz wichtig, ich kenne es selbst, wenn ich an Webinaren oder Vorträgen teilgenommen habe
Oft kommen die Fragen oder die Überlegung dann erst ein paar Minuten oder Stunden später. Sie können eigentlich kontaktieren, wenn Sie möchten. Also wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen haben dazu, können Sie F-Expert kontaktieren oder Sie kontaktieren uns. Auch wenn Sie sich unsicher sind, wer da der richtige Ansprechpartner ist, die Frage wird so oder so beantwortet und kommt am Ende auch beim Richtigen an. Das heißt, wir wollen hier heute keinen mit offenen Fragen nach Hause gehen lassen. Die Aufzeichnung wird die Tage wahrscheinlich auch wieder auf dem YouTube-Kanal von F-Expert hochgeladen. Da gibt es auch noch zahlreiche weitere Webinare. Da können Sie einfach bei YouTube eingeben, AlgoCamp und F-Expert. Da finden Sie die ganzen Webinare zum Thema Portfolio, zur Backtest-Analyse, zur eigenen Entwicklung von Handelsstrategien. Also da hat sich über die Jahre schon ein großes Archiv mit wirklich wertvollem Wissen angeeignet. Also wenn Sie da heiß auf das Thema sind, würde ich Ihnen das auf jeden Fall empfehlen, sich die mal genauer anzusehen. Gut, die Fragebox sagt keine Fragen. Dann würde ich sagen, haben wir es auch schon geschafft, oder Nelson? Ja, sieht so aus, dass soweit ja erstmal alles beantwortet ist, beziehungsweise alles verstanden wurde. Aber ich habe auch da keine Ergänzung. Du hast es schon richtig gesagt. Selbstverständlich können auch Fragen an uns gerichtet werden und wir leiten das entsprechend weiter. Und ich habe jetzt auch in dem Chat die Playlist mit unseren Webinaren mal kopiert für alle, die entsprechend sich da weiter informieren wollen. Und mir bleibt da jetzt auch nichts anderes übrig, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank für die Teilnahme. Dir, lieber David, natürlich auch ein riesen Dankeschön für das Webinar heute. Und wir hören dich ja auch schon im August wieder, dann mit dem Thema Robosignale. Und bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute, gute Trades. Passen Sie auf Ihre Position auf und du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, von mir auch ein herzliches Dank an alle, die heute dabei waren. Freut mich, dass wieder so viele heute mit dabei waren, bei unserem Lieblingsthema. Und genau, ich würde sagen, nutzen Sie die Videos, die vorhanden sind, nutzen Sie die Möglichkeit, uns einfach zu kontaktieren. Und von mir auch ein herzliches Dank an Nelson, an F-Expert, an alle Teilnehmer. Und ich wünsche allen einen schönen sonnigen Abend. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.